Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. Dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ja, sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Nicht für nächstes Jahr, sondern auf eine Entscheidung. Wir haben nicht viel Zeit. Ich will nur sicher gehen, dass alles erledigt wird. Knallt ihn ab! Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentrier dich. Bereit oder nicht, jetzt komm ich! Na komm. Scheiße, abgeschlossen. Was jetzt? Keine Ahnung. Moment, ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Na gut, dann kümmere dich mal. Nicht. Jetzt komm ich. Ich sehe vier. Komm auf uns zu. Da kommt vier auf uns zu. Bereit. Bereit. Na komm, lad nach. In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Ganz gut. Ist ja doch sowas zu gebrauchen. Beenden wir das. Ach, da hinten. Na, komm schon runter da. Wir haben es geschafft. Die sind gleich. Bleib in Deckung. Nein, schießen wir sie einfach aus der Deckung. Alter, die knallen ziemlich schön rein. Richtig gut. Ja. Yeah. Und Kamera zerstört. So, wohin jetzt? Irgend so ein Psycho hat mich angegriffen. Jetzt wird's ungemütlich. Irgend so ein Psycho? Du meinst Silverhand. Kleines Problem! Welches denn? Geschützt noch im Gesicht. Deckung. Einfach zerstören. Noch jemand? Muss hier nein. Geschützt, Kamera, Achtung! Na gut. Komm schon. Rock and load. Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Öffne die Tür, okay? Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Eine Bombe. Passt auf. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum ihn. Drei. 2, 1. Perfekt. Zurücktreten. Ja, zurücktreten. Verstärkung hier. Alter, wie schnell die ist. Na komm. Mir auch noch was übrig. Nöp. Oh. Wir kommen zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hörst du mich? Halt. Ist sie. Halt. Komm schon, tu das nicht. Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das?
Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten, die... Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Alt zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Einen Moment. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alt Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge.
In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Na gut. Schauen wir mal. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Alt? Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Joris, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Nightwatch. Was? Was ist hier los? Hier erreicht Nightwatch mich nicht. Du bist es wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Nightwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Nightwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Wir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe Nightwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Dreck ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast.
Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie? Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Die maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wie hat eine große, staubige Nomadenfamilie, die alles für ihn tun würde. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Ja. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist, wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Okay. Aber wir haben immer noch die ganze Zeit den, Oh, wir können hier looten. Und zwar nicht gerade wenig. Ich habe immer noch die Kampfmusik drin. Das ist ein bisschen merkwürdig. Na gut. Ah, hier haben wir noch was. Nehme ich jetzt mal alles mit hier. Haben wir noch einen Anzug? Und hier ist noch einer.
Mal sehen, ob wir die uns überhaupt nutzen können hier. Ach, Gebiet ist doch noch feindlich. Na, schönen Dank. Die sehen mich gleich. Oder auch nicht. Alles gut soweit. Das hat nicht ganz geklappt. Und da haben wir den Alarm ausgelöst. Na super. So, müssen wir uns hier halt rausschießen. Oder eher gesagt rausschnetzeln. Nix überhitzen hier. So, haben wir den nächsten erwischt. Continue, Gume. Jusqu'à la mort. Da war ich doch nicht schuld dran, Mensch. Lasst mich alle in Ruhe. So, ich glaube, ich werde mal versuchen, hier rauszuschleichen. Wow. Na gut. Die nächsten zwei, sorry. Wow. Tut mir leid. Okay, können wir noch mal was mitnehmen? Nachladen. Oh, schön laut hier. Nein, daneben. Erwischt. Endgültig. Nice. Okay, können wir uns noch was nehmen. Da sollen wir raus. Oh Mann. Nee, vielleicht noch irgendwas Interessantes oder so? Sieht nicht danach aus. Langsam. Ah, war knapp. Kommt hier noch was oder nicht? Ach, er ist das. Na gut. Na, ach so, er hat mir hinter mich zugemacht. Hatte ich gerade eben die ganze Zeit null Life? Okay. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe oben die ganze Zeit null Life. Hä? Bin ich schon tot? Oder nicht? Fuck! In deiner Stimme? Oh, fuck!
Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße. Bla. Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Könnte sein. Wir zoffen uns wie zwei alte Säcke auf der Parkbank. Vielleicht ist es an der Zeit, uns endlich gegenseitig zu vertrauen. Keine Zelle meines Körpers mag dich. Wie soll ich dir trauen? Muss ich dich etwa erinnern, wie das anfing? Lass uns mal durchatmen. Du bist nicht du selbst. Ich weiß nicht, wie du so viele dazu gekriegt hast, sich für dich den Arsch aufzureißen. Hör auf, komm schon. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Der alte Vi wird bald nur noch eine Erinnerung sein. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Okay. Scheiße, nicht gut. Ja. Eieieiei. Ich glaube, die sind aber jetzt auch nicht böse auf uns oder so. Na gut. Aber machen wir mal kurz. Weil die Musik ein wenig langsam nervt. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, die Musik hat sich jetzt gerade ein bisschen eingefressen im Ganzen. Jetzt gucken wir erstmal kurz. Also mit Takamura, das ist, steht auch noch an. Und das mit dem Tower auch. Ich habe keine Ahnung, wie das kombiniert wird. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier nochmal die Charakterstüffchen machen, was wir jetzt noch hier über haben. Achso, F, nicht Z. Ich will immer Z machen, weil Z auch zerlegen ist. Ja, hier. Dann machen wir jetzt noch verbessert den Schadenswert von hergestellten Waffen um 5%. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und dann will ich jetzt nochmal mit euch zusammen gucken. Jetzt hier Inventar, weil wir haben ja jetzt ordentlich noch was dazu gekriegt. Also gerade gefunden und so. Ne, Bulli, das ist nicht neu. Was haben wir hier? Schwarzmarktbatterie. Erhöht die maximale Aufladung und den Schaden nach Aufladung um 100%. Okay. Wo wird denn das eingesetzt? Cyberware Mod. Okay. Oh. Ein Trenchcoat in Legendär mit 4 Slots insgesamt. Okay, probieren wir mal kurz an. Naja, schon, sieht schon nicht, echt nicht schlecht aus. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt vorher hatten, ist es aber schlechter. Könnte aber natürlich jetzt auch in den Mod-Slots liegen. Und wir haben hier noch ordentlich Kleidung gefunden. Okay. Ach, das ist ein Netrunner-Outfit. Aha. Okay. Ja. Können wir wieder abrüsten. Und ich glaube, Cyberdex hatten wir auch gefunden, oder? Nee, Kurzschluss. Kurzschluss hatten wir aber schon. Glaube ich. Nee, wir haben ein besseres Kurzschluss gekriegt. Dann wechseln wir das mal aus. Jedenfalls glaube ich, dass ich es jetzt ausgewechselt habe. Ich habe keine Ahnung. Und ansonsten, na, ich gucke hier lieber nochmal über den Rucksack, da kann man danach auch besser kaputt machen. Das heißt, den Trenchcoat von ihm haben wir jetzt als Item, auch nicht schlecht. Gut, ich werde dann hier nochmal ein paar Waffen zerlegen offscreen. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal hoffentlich ein bisschen Plutz. Seltene Quick-Hack-Komponenten. Keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen was kaputt. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier weiter dem Sachen widmen, weil ich habe ja gesehen, was eigentlich möglich wäre,
Müssen wir mal gucken, dass wir uns halt auch mal selbst noch mal ein bisschen besser upgraden. Noch was Stimmigeres finden oder so. Mal schauen. Gut. Machen wir jetzt hier aber erstmal den Cut. Und ich werde das Spiel nochmal neu starten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.